Okay, willkommen zum letzten Part für heute. Ich habe diesen Prachtarmband abgenommen, weil wer braucht schon Hatfakes? Wir kriegen schon alles mit einem Wurf. Warte, welches Team ist das? Die kurzen Kerls. Ich glaube Baseball, nein, Basketballclub, oder? Also ich habe Prachtarmband rausgenommen. Grätsch. Ach Scheiße, ich habe verloren. Nein, ich habe gewonnen. Okay. Durchsetzen. Schießen. So, so. Also die Spielzeit kann doch noch nicht einsetzen, denke ich mal. Gewonnen. Aber wo war das Inazuma-Zeichen? Warte, wo war das? Da war doch irgendein Zeichen, das weiß ich doch. Aber wo? Okay, da sind die Kerle. Wir können da nicht durch. Aber hier war doch irgendwo ein Zeichen, das weiß ich doch. Warte, wo war das zum Teufel, das Zeichen? Ach so, irgendwo da hinten. Das weiß ich doch noch. Irgendwo da hinten. Irgendwo war da ein Zeichen. Ah, da. Hier kannst du einen Spezialtraining absolvieren, um deine Schnelligkeit zu verbessern. Willst du einen Spezialtraining absolvieren? Ja. Schnelligkeit, 19, 19, 17. Er kann das gebrauchen. Und was muss er genau machen? Also laufen. Schnelligkeit um 1 gestiegen. Ach so, so ist das also. Verstehe. Da muss ich sehr viel kämpfen. Warte, wie viel Elan-Punkte habe ich denn? Ich glaube, ich kaufe noch andere. Ich brauche noch andere. Ach, wie heißt das? Ausrüstung, weil ich muss noch stärker werden, ja? Und wenn ich jetzt gleich gegen die kämpfe, will ich nicht so unausgerüstet sein. Und wieso ist jetzt Gouinji, ich sag so Gouinji, Tomoyoka, so heißt er japanisch, ja, habe ich glaube ich schon erwähnt, so erschöpft? Hey, kriege ich jetzt den verdammten Ball mal? Okay, hab ich. Ah, okay. Ich wollte euch nur kurz zeigen, wie das aussieht. Aber erstmal zurück. Die müssen uns mal auffrischen. Schade, dass sie nicht gezeigt und nicht zeigen, wo diese ganzen Teile sind. Okay. Jetzt mal rein in den Laden und mal schnelle Sachen kaufen. Warte, erstmal gucken. Aufstellung. Spieler. Nein, ach. Inventar, Ausrüstung. R, 2. Hey, ich dachte, ich habe denen schon was alle gegeben. Hey, wo sind die ganzen Sachen, die ich denen gegeben habe? Rot und Gelb, dieser Stollen wird. Okay. Achso, das sind die. Achso. Okay, komm. Bisschen kaufen gehen. Haruk-Schuhe. Etwas teuer. Müsli-Riegel, klein und lecker, leichte TP-Erholung. Die besten Wünsche vieler Spieler übermitteln. Okay, dann lass ich das mal kurz. Nein. Din, 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 din. Okay, dann reicht das jetzt. Ich glaube, ich kann nichts Besonderes machen, deswegen werde ich jetzt sofort gegen die spielen.
Dun, 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 dun. Ich hoffe, ich habe eine Chance gegen die. Dun, dun, dun. Und? Nach Namen? Der andere hatte ja, dieser Typ, der sich immer da versteckt. Wie heißt er nochmal? Der hat da einen anderen Namen gehabt. Paul oder so. Okay. Okay. Rede nicht so viel, such ihn lieber. So, und bereit, Mark, wenn alle soweit sind, beginnen wir das Spiel, ja? Die Spieler der Okkult Junior High erwarten euch schon auf dem Platz. Wollt ihr nicht mal los? Verstanden, Silvia. Die werden sich noch wundern. Schließlich sind wir stärker als je zuvor. Dun, 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 dun. Und machst du jetzt auch mit? Axel Blaze, alias Goenji. Axel, was willst du denn hier? Hast du jetzt Lust, Fußball zu spielen? Das ist es doch, Axel, oder? Ich also... Ihr sagt nicht, dass ich eurem Club beitrete, okay? Hab nur gemerkt, dass es doch noch etwas zu früh ist, die Fußballschuhe an die Nagel zu hängen. Bah, aus dem wird man auch nicht schlau. Hör mal, dich brauchen wir hier jetzt auch nicht mehr. Du bist nicht mehr der Einzige, der eine Spitzhacke drauf hat. Hey, warum denn nicht? Wenn Axel immer noch mit uns spielen will, sollten wir uns doch freuen. Schön, dass du hier bist, Axel. Schätze, jetzt macht das Spiel nochmal so viel Spaß. Da können wir heute ja gleich klären, wer das Ass in unserem Team ist. Na dann vorwärts, die Mannschaft der Okkult Junior wartet schon auf euch. Alles klar und los. Aber manchmal ist die Grafik hier, also wegen dem Emulator, so scheiße, aber was soll man machen? Wenigstens könnt ihr was sehen. Und die Musik ist auch noch toll. Setze Mark und Axel und Kevin in dein Team ein. Sind die nicht in meinem Team? Ach so. Hä? Warte, wie viele Spieler sind wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Die sind doch alle schon drin. Was wollt ihr? Ach so, ich sollte nur Axel reinlegen. Okay, dann hab ich das. Setze Mark als Torwart ein. Setze Axel und Kevin in die Startaufstellung ein. Startaufstellung, also... Das ist die Startaufstellung, oder? Ja, ST, glaube ich, das ist das. Okay, dann fertig. Und los geht's mit dem Kampf. Mein Name ist Hekiel Jide. Ich trainiere die Mannschaft der Okkult Junior High. Freut mich. Auf ein gutes Spiel. Ich bin sicher, beide Mannschaften werden ihr Bestes geben. Hey, habt ihr schon einmal einen tiefen Abgrund gesehen? Es hilft nichts. Ich habe Angst. Die sind doch gruselig. Pach, das merkt man doch, dass das alles nur Taschenspielertricks sind. Wenn ihr die Gelegenheit habt, spielt den Ball ganz einfach zu mir nach vorne. Mit meinem Dragon Ball werde ich den ein paar schöne Eier ins Nest legen. Jetzt bleibt mal ganz ruhig, Leute. Wir machen es einfach genauso wie im Training. Ob das wohl gut geht? Man spürt richtig, dass die Atmosphäre im Team seltsam ist. Boah. Raimon vs. Okkult. Dun, 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 dun. Weiter. Und was für Typen haben die? Ja, der Torwart. Jason. Jason lässt grüßen. Die Mumie. Und wer ist das denn? Frankenstein, Geist, Vampir, Opfer. Okay, ich muss jetzt gewinnen, denke ich mal. Oder haben die im Anime verloren gegen die? Durchsetzen? Wird das gehen? Ach, die sind waren zu zweit. Gretchen. Haben wir den Ball jetzt? Gut. Zu ihm. Okay, hab ich.
durchsetzen. Scheiße, verdammt! Blitzstibitzer. Hab den Ball jetzt. Ach, scheiße. Die sind schwieriger als die Kleinen da. Komm mal hier. Oder du? Spulend. Was ist das denn? Spulendreher? Irgendwie schön gemacht. Gut so. Drachenwirbel. Weg mit dir. Hey, ich glaube, ihr habt euch zu früh gefreut. Jetzt zeigen wir euch nämlich unsere Spezialtechnik. Den Spektral... Was? Spektralblocker? Ah ja, im Anime waren die auch immer so komisch drauf. Ja, jetzt können die sich nicht bewegen. Was ist denn das? Ist das etwa der Fluch der Okul Junior High? Meine Beine, ich kann meine Beine nicht bewegen. Hey, hey, also gut, Zeit loszulegen. Ich will mich bewegen. Ah, geht ja nicht. Na, wie gefällt euch das? Hilflos in der Ecke gedrängt zu sein. Wie gefällt euch unser Geisterschuss? Wie Geisterschuss? Elender Schummler. Oh nein, was für ein Jammer, so einfach unterzugehen, ohne zu wissen, wieso und warum. Ja, so unterzugehen, das passt zu euch, Raimund Team. Was ist denn mit euch los? Wieso bewegt ihr euch nicht mehr? Grö, was ist denn los hier? Ich kann mich überhaupt nicht mehr bewegen. Das ist also der Fluch, von dem alle hier geredet haben. Der Trainer von denen ist auch irgendwie unheimlich. Das ist doch nicht zu glauben. Was soll das eigentlich? Ah, ich kann mich nicht bewegen. So kriege ich meine Dragon Ball niemals hin. Gib mir trotzdem den Ball. So haben wir doch keine Chance. Wir können einfach nur zusehen. Durch den Spektralblocker. Gefangen waren wir bis zum Ende der ersten Halbzeit völlig hilflos. Nun wussten wir, welche Kraft der Fluch der Okul Junior High hatte. Es war schockierend. Aber dann gab tatsächlich derjenige, der dem Spiel eine Wendung, auf den ich von Anfang an gehofft hatte. Also Axel. Was ist hier los? Der Gegner greift an und keiner bewegt sich. Wir wollen uns ja bewegen, aber wir können nicht. Hey, wie oft soll ich noch sagen? Spielt die Bälle gefällig zu mir. Wie soll ich denn sonst mit dem Dragon Ball ein Tor schießen? Dafür müssten wir uns erstmal eine Gelegenheit haben. Ist das denn so schwer zu verstehen? Was ist denn da los? Leute, hört doch bitte auf. Bitte auf, euch zu streiten. Ach, die armen Würmchen, so sehr verfolgt gelähmt, dass daran die Freundschaft zerbricht. Ich hoffe, ihr seid bereit, ohne jede Gegenwehr von uns vernichtet zu werden. Wie geht's? Ich wusste, dass dieser Trainer ist ein gruseliger Typ. Und jetzt, Marc, wenn ihr euch in der zweiten Halbzeit immer noch nicht bewegen könnt, dann... Oh, keine Ahnung, auf jeden Fall sollten wir Courage zeigen, dann wird's schon. Das ist doch grotesk. Und jetzt fängt auch noch die zweite Halbzeit an. Wie sich diese Typen bewegen, das ist doch wahrscheinlich... Okay, 1-0 für die. Ich muss jetzt ein Tor schießen, anscheinend. Es geht noch weiter. Er zittert vor der Kraft des Spektralblockers. Boah, das sind solche Spasse. Jetzt, alle Mann, die Augen zu. Schaut nicht auf ihre Bewegung. Was soll das? Wir sind hier mitten auf dem Platz. Das Spiel ist doch vor allem gegangen, Alex. Axel. Der spielt sich doch nur wieder im Vordergrund. Moment, ich glaube, Axel hat sich dabei was gedacht. Auf jeden Fall sollten wir einfach tun, was er sagt. Pah. Unglaublich. Ich kann mich wieder bewegen. Ich habe wieder Kontrolle über meinen Körper. Was? Genau, wie ich gedacht habe. Dieser Spektralblocker war einfach nur Hypnose. Wir haben uns von den Erscheinungen der Spieler und ihre seltsamen Bewegungen einlullen lassen. Hypnose, und du hast die Kerle die ganze Zeit beobachtet, um das rauszufinden? Wow, das hätten wir ohne dich nicht gemerkt, Axel. Wie hast du es nur geschafft, mitten im Spiel rauszufinden? Ich dagegen. Was kann ich eigentlich leisten? Ich habe doch nicht mehr zu bieten als mein Dragon Ball. Aber dann ist es auch noch Zeit mit meinem Dragon Ball. Also gut, ab sofort schlagen wir zurück. Muhahaha, sie haben also gemerkt. Aber denken sie etwa, dass das war unser einziger Trumpf? Okay, komm.
Gretchen, den Wichser mache ich doch fertig, diese Mumie hier. Durchsetzen. Wie? Ich war doch zu zweit. Jetzt zeige ich euch mal die Mauer. Die Mauer hat gewonnen. Damn. Fürchte dich vor der Mauer. Wie faul. Gretchen. Okay, ich hab den Ball. Gretchen. Fehlgeschlagen, gut so. Lauf dahin. Wie schmeckt euch das hier? Wie gefällt euch mein Dragon Ball? Ken verspürt einen Energieschub. Kens TP wurden vollständig aufgefüllt. Dragon Ball. Bams. Und rein ins Tor. Den nächsten hau ich euch aber bestimmt in den Kasten. Er wird mich verarschen? Der ging doch ins Tor. Ey, die wollen mich doch verarschen. Ich hab doch reingemacht. Wie schmeckt euch das hier? Wie gefällt euch? Ja. Komm, Dragon Ball, das muss jetzt reingehen. So ein Jammer. Verzierspirale. Was war das denn? Sag schon. Was hatte das hier zu bedeuten? Mit euren lächerlichen Bällen kommt ihr nicht gegen unsere Verzierspirale an. Habt ihr jetzt das gemerkt, ihr Jammerlappen? Gerade diesmal muss ich eine Lösung finden. Mit einem Dragon Ball, wenn ich das nicht schaffe, dann... Kevin! Hm? Hab ich dir nicht gesagt, dass du nicht alleine so viele Gedanken machen sollst? Hm, stimmt. Ich muss mich beruhigen. Allein werde ich jetzt nicht schaffen, diese Technik zu schlagen. Da hilft nur eine stärkere Kraft. Genau, Mark. Du hast doch selbst gesagt. Wenn man es nicht allein schafft, dann schafft man das nur dann zu zweit. Da bleibt mir wohl eine Chance. Hey Axel, ich muss etwas mit dir besprechen. Hör gut zu, okay? Was? Meinst du das wirklich ernst? Hihi. Was tuschen die da? Bereden die etwa schon ihre Fluchtpläne? Ich meine es ernst. Ernst als ernst. Wenn wir gewinnen wollen, haben wir nur diese eine Chance. Hm, dann gut. Vielleicht klappt es ja so, ja tatsächlich. Zuerst schießt du den Ball und ich passe meinen Timing an deine Bewegung an. Okay, die müssen den Ball bekommen anscheinend. Die kommen so. Die Mauer, komm. Du kommst nicht weiter. Und das wird niemals ein Foul sein. Durchsetzen. Okay. Durchsetzen. Geisterzorn. Yeah. Übertreib doch. Gretchen. Himmelshand. Geisterschuss. Und meine Himmelshand. Kann es das blocken? Ja, geblockt. Dieser Versuch war wohl etwas blutleer. So, und jetzt sind wir an der Reihe. Durchsetzen. Himmelshand, hey, ich will jetzt nicht verlieren gegen die. Ja, ist...
Spiel beendet? Also war euer Sieg neulich nur Zufall. Wir wüssten ja gerne, wie ihr das geschafft habt. Verloren, ausgerechnet jetzt, das ist doch... Ende. Schade, aber gebt nicht auf. Wenn ihr nicht gewinnen könnt, dann zieht euch zurück und trainiert weiter. Stimmt, wir sollten unser Team durch Trainingsspiele, neue Spieler und Spezialtraining verbessern. Gute Idee, Marc. Beim nächsten Spiel werdet ihr dann bestimmt auch siegen können. Wie Game Over? Fortsetzen. Ach so. Okay. Ich werde trainieren. So richtig Männer trainieren, dass ich das nächste Mal gegen diese locker gewinne. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.